Hallihallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Teil der One Week With Me. Heute ist Tag 7 der One Week With Me, also der letzte Tag. Die Woche ging super, super schnell um und morgen ist auch leider wieder Schule. Ich habe überhaupt keine Lust, aber heute ist ja erst nochmal Sonntag. Wir haben jetzt gleich 12 Uhr. Ich konnte heute mal ausschlafen, weil ich heute erst um 4:30 Stunde habe. Ich werde jetzt in den Stall fahren und den Dicken mit dem Sambesi rausstellen. Und dann werde ich noch die Box machen und Futter machen. Wir haben jetzt auch ein neues Futter, und zwar beziehungsweise ein neues Zusatzfutter für die Hufe. Und zwar heißt das Farrier's Formula. Und dazu haben wir noch Farrier's Finish. Das ist einfach für brüchige Hufe. Und eine Freundin von uns hat das auch ausprobiert. Und ich werde heute mal testen, wie das so ist. Beziehungsweise ich werde es jetzt über längere Zeit testen. Und wenn ihr wollt, dass ich dazu mal am Ende ein Resultat mache, dann schreibt es gerne unten in die Kommis. Ich würde aber sagen, ich beginne jetzt erstmal den Tag. Hier seht ihr jetzt einmal das Farrier's Finish. Das ist so eine Creme für die Hufe. Und hier seht ihr das Farrier's Formula. Da steht's. Und das sind so Pellets und ich bin mal gespannt, ob das hilft. Ich habe den Baron und den Sambesi jetzt gerade rausgestellt. Und ja, ich habe die heute mal zusammengenommen, weil die jetzt bald mit dem Service hier rausgestellt werden. Und dann müssen die immer zu zweit laufen. Und es hat auch echt ganz gut geklappt. Und die stehen jetzt hier auf der Wiese. Hallo Dicker. Baron. Er hat keine Zeit, er muss fressen. Ich werde gleich Futter machen gehen und auf jeden Fall noch die Box misten. Und dann werde ich gleich nochmal nach Hause fahren, weil wir heute Besuch bekommen. Davor hole ich die beiden gleich noch rein. Und dann habe ich um 4:30 Reitstunde. Bin mal gespannt, wie es klappt. Und irgendwie laufe ich die ganze Zeit von links nach rechts, weil ich jetzt noch keinen Bock habe zu misten und so. Und keiner hier ist, mit dem ich mich unterhalten könnte. Aber mal gucken. Ich werde mich jetzt mal aufraffen und misten. Angekommen und unser Besuch ist noch nicht da, aber auf dem Tisch steht schon das Essen und ich muss euch das gleich mal in der Nahaufnahme zeigen. Oh mein Gott, es hat doch Vorteile, einen ehemaligen Koch zu Hause zu haben. An dieser Stelle super, 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 super toll und ich zeige euch das einmal in der Nahaufnahme. Heart, it's alive, it's pumping blood.
It's your heart, it's a lie, it's pumping blood. Take it home on the run again, drive it strong. Something we don't need. All this delusion in our head.